Hallihallo Freunde und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Habt ihr euch schon immer mal gefragt, so wie ich, wie funktioniert dort die Konfettikanone? Die Antwort gibt es jetzt in diesem Video. Viel Vergnügen, mich hat es mal interessiert. Das Grundprinzip einer Konfettikanone ist ein ganz einfach. Wir haben hier in diesem langen Behälter, das ist ein riesen Pappschacht, haben wir Konfetti drinne. Hier unten haben wir eine Patrone drinne, die ist mit Druckluft gefüllt. Druckluft ist jetzt nichts Schlimmes, ist ganz normale Luft, die halt nur unter Druck steht. Deswegen auch der Name Druckluft. Und mit dieser Druckluft, indem wir den Mechanismus auslösen, wird das Konfetti nach oben hin rausgeschossen und verteilt sich bis zu, ich glaube hier war es gewesen, bis zu 8 Meter in die Lüfte. Aber was mich interessiert, wie funktioniert doch dieses System ganz genau? Ne, weil man dreht hier unten nur und man sieht ja nicht viel. Man guckt im Nachhinein in eine leere Hülle rein. Ich habe deswegen eine Konfetti-Kanone auseinandergebaut, um mal zu erörtern, wie das Ganze genau funktioniert. Und das Prinzip ist eigentlich ganz simpel. Wir haben hier vorne, ohne jetzt zu viel zu zeigen wollen, diese ganze bunte Sache kann man abnehmen. Das ist aber nur ein Werbeaufdruck. Hier oben die Folie, ne, kann man abnehmen. Da fällt Konfetti so raus, also ich lasse noch dran. Ne. Hier unter, bis zu diesem Bereich, circa mehr bis zu diesem Bereich, ist ein reiner Pappschacht. So ähnlich wie man von Küchenrollen kennt. Ich weiß nicht, ob ihr es ein Bild seht. Eine Küchenrolle ist auch auf so einem Pappschacht drauf. Und so ist bei denen genauso ein Pappschacht. Und der Rest hier unten wird interessant. Weil an dieser Pappe sind diese Sachen verbaut. Dieses Stück Plaste liegt quasi unter dem Konfetti. Hier sieht man es auch mal kurz nebenhergestellt. Also bis dahin geht die Pappe ein bisschen tiefer. Also die Pappe geht genau genommen bis hier, weil die Pappe ist an diesem Plasterding festgetackert, damit man beim Drehen nicht alles abreißt gleich, weil sonst dreht man nur im leeren Luftraum. Das macht das ganze Drehen ein bisschen schwieriger. Bis hier oben quasi oder bis hierhin ist alles mit Konfetti gefüllt. Dieses Plasterding, was ich hier schon mal befreit habe, zack, so, hat hier oben Löcher, womit die Luft quasi, die Druckluft, die wir rauslassen beim Drehen, entweichen kann und das Konfetti druckartig nach oben entweichen lassen kann, damit es quasi bis zu 8 Meter weit fliegt. Innen drin hat das Gerät ein paar andere Sachen noch. Einmal so ein Steg ist drin verbaut und ein gerader Strich. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen in der Kamera auch gerade. Wofür dienen diese beiden Sachen? Ja, es fehlt mich noch etwas. Also der Preis von so einer Druckluftkanone, ich nenne mal Druckluftkanone, ist ja auch nicht günstig. Woran liegt das? Ganz einfach, wir haben auch hier drin einen Druckluftbehälter und der ist logischerweise, weil er unter Druck steht und dementsprechend Kräfte auswirkt, aus Metall. Das ist der Behälter, der sich in der Kanone befindet. Das ist der Druckluftbehälter. Hier drin befindet sich Druckluft eigentlich. Jetzt in diesem Fall ist es schon gebraucht. Und was ist Druckluft? Man kann es einfach beschreiben. Wir haben einen Luftballon, das ist unser Luftballon, da kommt Luft rein. Und beim Öffnen des Ventils schießt die Luft druckartig schnell raus, sodass Konfetti quasi in die Luft fliegt. Ich versuche es mal kurz zu symbolisieren. Naja gut, das, aber so ähnlich sollte es funktionieren. Also so funktioniert ein Druckluftbehälter. Den kann man leider auch, also man selber, man, theoretisch könnte man den nachbefüllen, wenn man dafür die technischen Gerätschaften hätte. Dementsprechend ist das ganze System sogar theoretisch recycelbar. Also der Händler könnte es wieder nehmen und wieder befüllen. Macht er aber nicht, weil, ja, keine Ahnung, macht er halt nicht. In diesem Druckluftbehälter befindet sich ein Stöpsel und man huntert Langeweile. Befindet sich ein Stöpsel, der sitzt hier drauf, ja, also quasi die Luft geht rein. Wir sehen auch gerade hier ganz oben ist ein Befüllloch drin im Gummi. Ja, das ist jetzt gerade zugeklebt hier. Man sieht es mit der Flüssigkeit, die drin ist, die gelbe Flüssigkeit. Wo das Ganze, also auf gut Deutsch, der Stöpsel saß drauf. Irgendwie saß er ganz fest mal drauf. Da wurde ein Nippel angeführt, der hat Druckluft reingemacht und der wurde das Ganze zugeklebt. Versiegelt wurde das mit dieser Metallklammer. Ich nenne sie mal so, wie sie halt theoretisch ist. Die hat hier oben dieses komische Teil und hier hinten dieses komische Teil. Warum das komische Teil so aussieht, es sind theoretisch genau die beiden selben Teile. Also das und das ist genau dasselbe, nur mit Unterschied, hier wurde das gebogen und ein bisschen gekürzt und hier ist quasi gerade. Hier haben wir nochmal so Greifarme dran,
Die Greifarme greifen unter anderem am Korken, ich nenne mal Korken, halten den fest. Und zweitens greifen die Greifarme natürlich auch am Druckluftbehälter, damit es nicht vorher explodiert. Weil erst durch das Drehen öffnen wir das Ganze und die Druckluft, die drin ist, drückt dann das Gummiding plus diesen Deckel beiseite. Und schon geht's los. Deswegen auch die zwei Führungsschienen im Behältnis hier drin. Das gerade Teil kommt hier oben rein und das andere liegt quasi so. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. So ist das ungefähr drin. Sobald das explodiert, springt der Deckel nach oben und durch die Mechanik, die drin verbaut ist, kann dieser Metalldeckel nicht weit fliegen. Also quasi oben durch Gitter kommt er nicht durch und im Gitter quasi ist er ja auch gehandicapt. Einigermaßen zumindest. Also es kann theoretisch auch nichts passieren. Das Ding ist narrensicher gebaut. Also man kann, wie gesagt, viel schneller erzählt, man könnte das ganze System recyceln. Man könnte das hingehen zum Werk und sagen, hier, voll machen wieder. Einmal Decke wieder mit Gewalt draufdrücken. Kriege ich ihn nicht mehr hin. Ne? Decke mit Gewalt draufdrücken, Druckluft rein, Deckel rauf, zuschrauben das Ganze wieder. Das ganze System wieder einsetzen. Zack. Papphülse drum. Fest tackern die Papphülse, ein bisschen Dekofolie rum, damit es schicker aussieht. Natürlich auch noch Konfetti rein oder was immer man reinmachen möchte. Und schon wäre das Gerät wieder fertig. Also theoretisch kann jeder in sich so eine Druckluftkanone selber bauen. Es gibt auch Gerätschaften, so Druckluftgewehre gibt es auch zu kaufen. Man kennt ja von diesem Spiel, wo man da mit den Bällen aufeinander schießt. Fragt mich nicht genau, wie es heißt, aber da ist mir auch eine ganz normale Druckluftpistole, die nutzt dieses fast selbe Prinzip. Plus, dass man da quasi, ja, hier kommt die Luft mit einmal raus und bei den anderen Schießsystemen, da tut man es ja selber durch Drücken manuell einstellen, die Druckluft. So funktioniert eine Konfettikanone. Ganz einfaches System. Ich wollte es mal wissen. Wenn ihr es auch wissen wolltet, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Das ist das Ganze in dem Papphülle, Plaste, Metall mit Druckluft drin. Das Ganze wird quasi mit diesem Deckel hier im Nachhinein und dem Gummi natürlich festgemacht. So sieht das Ganze aus in der Kanone mit dem Plasteding oben drauf. Und durch das Drehen dreht man den Ventil locker. Paps, die Druckluft entweicht. Es knallt auf. Dieses Konfetti kommt raus. Und der Rest bleibt quasi im Behälter drin. Und ja, ist bereit zur Entsorgung. Leider, man könnte es auch theoretisch recyceln. Das war die Konfettikanone. Mal versucht einfach zu erklären. Mich hat es mal interessiert, wie das Ganze genau aussieht oder auch funktioniert. Und natürlich auch mit der Hintergrundfrage kann man die vielleicht selber nachbefüllen. Theoretisch ja, praktisch sollte man, wenn man dafür keine technischen Sachen hat, die Finger davon lassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für das kurze Video. Denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Folgt mir unter MarcoLorenz-YouTube auf Instagram. Denn bald gibt es bestimmt wieder auch neue Gewinnspiele. Aktuell laufen wahrscheinlich welche. Aktuell kommen noch welche. Wer quasi nichts verpassen will auf meinem Kanal, auch mit Kooperationspartner Sven Isler vom Musikradar, der ist herzlich willkommen. Bis dahin heißt es abonnieren teilen, schön mit Ö. Bis bald, euer Marco Lorenz. Mach's gut und bleibt gesund. Für alles.